Alles ist relativ. Das sagen wir oft. Aber vermutlich ahnen wir nicht einmal, wie recht wir haben. Zeit, Masse und selbst Raum sind relativ. Die Relativitätstheorie von Einstein liefert uns die genaueste Beschreibung der Wechselwirkungen von Zeit, Masse und Raum. Schauen wir uns das genauer an. Genau genommen handelt es sich hierbei um zwei Theorien. Die spezielle und die allgemeine Relativitätstheorie. Wobei die spezielle Relativitätstheorie zuerst entwickelt wurde. Sie lehrt uns, dass sich nichts schneller bewegen kann als das Licht und dass die Zeit für sich unterschiedlich schnell bewegende Personen unterschiedlich schnell vergeht. Aus der Theorie ergibt sich sogar Folgendes. Wenn zwei Zwillinge voneinander getrennt werden, eine von ihnen wird auf der Erde gelassen, die andere unternimmt eine Reise quer durch das Weltall mit fast Lichtgeschwindigkeit. Haben sie bei ihrem Wiedersehen deutlich unterschiedliche Alter? Der reiselustige Zwilling wird deutlich jünger sein als der daheimgebliebene Bruder. Die spezielle Relativitätstheorie brachte auch die weltberühmte Formel E gleich mc² hervor. E steht in dieser Formel für Energie. M für die Masse und C für die Lichtgeschwindigkeit und gibt an, wie Materie und Energie ineinander umgewandelt werden können. Diese weltberühmte Gleichung stellte die Grundlage zum Bau einer Atombombe, aber auch natürlich für die friedliche Nutzung von Kernanlagen. Die spätere allgemeine Relativitätstheorie warf das Gravitationsverständnis von Newton komplett über den Haufen. Nach der allgemeinen Relativitätstheorie ist die Zeit genauso wie die drei Raumrichtungen als separate Dimensionen auch als eine eigene Dimension wahrzunehmen. In der vierten Dimension werden all diese Variablen zusammengeführt als die Raumzeit. Alles, was Energie oder Masse besitzt, krümmt die Raumzeit und sorgt für ein Gravitationsfeld. Ein solches Feld wirkt auf jede Materie ein, die durch es hindurchgeht. Es beugt sogar vorbeilaufende Lichtstrahlen, was als Gravitationslinseneffekt bezeichnet wird. Die erste Bestätigung erfuhr die allgemeine Relativitätstheorie 1919. Als Albert Einstein diesen Effekt an einer Sonnenfinsternis vorhersagte und 1919 diese zu beobachten war. Die spezielle Relativitätstheorie ist vielleicht für unseren alltäglichen Gebrauch spannender, sich Gedanken darüber zu machen. Denn nach ihr gilt, je schneller wir uns durch den Raum bewegen, desto langsamer vergeht die Zeit. Wir bleiben also jünger, je schneller wir sind. Wenn wir es sogar schaffen, die Lichtgeschwindigkeit zu erreichen, hört die Zeit vollständig auf zu vergehen. Sie bleibt still. Damit ist die Relativitätstheorie auch die Grundlage der Idee der Zeitreise. Wenn wir also einen Astronauten mit enormer Geschwindigkeit durch das Weltall jagen und diesen dann zurückholen, wird er zurück auf der Erde merken, dass vielleicht 100 Jahre oder hunderte Jahre vergangen sind, er selber aber noch Mitte 30 ist. Die allgemeine Relativitätstheorie ermöglicht theoretisch auch eine umgekehrte Zeitreise. Das ist aber etwas kniffliger und ist mit einigen Paradoxien verbunden. Wenn man beispielsweise in die Vergangenheit reisen würde und seinen eigenen Großvater umbringt, hätte man seine eigene Existenz gefährdet. Trotz seiner merkwürdigen Konsequenzen hat bisher die Relativitätstheorie alle Tests bestanden, sowohl experimentelle als auch theoretische. Wenn wir also das nächste Mal sagen, alles ist relativ, sollten wir uns in den Sinn rufen, dass dahinter ein riesiges, physikalisches, komplexes Thema enthalten ist. Und nicht vergessen, um jung zu bleiben, musst du dich einfach schneller bewegen.